Das wäre keine Mission jetzt. Ich soll den Typen finden. Das ist merkwürdig. Inventar ist voll soweit, ja. Nein, nein. Öffnen. So, Kampfvorräte hatte war ich gerade. Beute eintauschen, haben wir nichts. Munition erfüllen, haben wir alles. Fahrzeuge wählen. Der sieht schnieke aus. Das gehört uns bereits. Das könnten wir uns holen. Das hat auch hinten was drauf. Das auch. Nice. Ja, aber klar doch. So. Oh, der ist sehr geil. Ah. Okay, ja, und wo sind die Dinger? Rück raus damit. Trainingslager. Zehn neue Objekte entdeckt. Nein, alles klar. Ich würde gerne den das am Helipad kriege ich den oder was? Nein, nein. So, ich habe keine Ahnung, wo wir Rush finden. Aber ich würde sagen, wir gehen mal hier zum Helikopter. Wir reisen und dann fliegen wir darüber. Gucken, ob ich mit dem Helikopter umgehen kann. Das wird sich jetzt zeigen. So, wo ist das Helipad? Du bist ein Dickschädelhäschen. Wir haben doch gesagt, du sollst aufhören, dich zu wehren. Aber du hörst hier nicht auf uns. Wir haben deine Leute. Wir haben Rush. Komm zur alten Düngemittelfabrik. Da werdet ihr alle was lernen. Die Highwaymen werden voll angepisst sein, dass wir das eingenommen haben. Das weiß ich nicht. Zur alten Düngemittelfabrik, wo ist die denn? Ach da. Ja, da wollte ich ja sowieso hin. Irgendwann. Jetzt noch nicht. Jetzt gucken wir es mal hier. Warte mal, ich hole mir meine Heli. Viel Erfolg dabei, mit Eden einen auf Diplomatie zu machen. Mister? Da oben. So, ja, gib mal raus da den Chopper. Okay, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Steuerung, F1. Ah, aufsteigen. Schießen, okay, alles klar. Nochmal F1. Okay, aha. Achso. Ja, gut. Schade, dass die Gina nicht eingestiegen ist. Sag mal, wo muss ich hin? Kacktyp-Tunnel. Ich wollte mal dahin. Wer auch immer das da sein mag. Ich lande da einfach mal. Am besten auf dem Dach. Ja, es könnte schwierig werden. Verlasse das Fahrzeug, guten Tag. Wow. Scheiße.
Nein! Das hätte man sich auch denken können. Na gut, ich hätte vielleicht ein bisschen besser auf dem Dach landen sollen. Ach, Leute. So, also nochmal. Kugel mit dem Adler, der hier drin hängt. So, wir gehen nochmal da rüber. Brauche ich hier eigentlich Stoff? Treibstoff? Bin mir nicht so sicher. Das ist voll die Burg, ey. Was ist das denn? Krasses. Ja, ich steig mal raus. So. Was sind wir denn da? Muss mal gucken. Sind da sehr viele? Warte mal, den da unten können wir noch schnappen. Wie hat das nicht funktioniert? Nein! Autsch. Guten Tag. Ist hier jemand? Irgendjemand? Irgendwelche Gefangenen? Hier ist erstaunlich wenig, das wundert mich jetzt ein bisschen. So, moin, hier ist ein so eine Rat. Wo ist dieser Kacktyp denn hin? Hier ist noch ein Rat. Gut, suchen wir die mal. Der sollte auf jeden Fall südlich sein. Südlich von dem... Ansonsten müssen wir uns noch ein bisschen weiter umgucken. Ist der Heli dann noch da oben? Ja, alles klar. Wir können den Heli gleich wieder nehmen. Erstmal klappe ich hier alles ab. Leuchtet hier irgendwo irgendwas noch? Was? Stellungswechsel? Gut. Da leuchtet noch was. Ansonsten sehe ich hier reichlich wenig, muss ich sagen. Ein Safe, den... Was? Was? Was war los? Richtig aus, Mädel. Also da bringen ja die Dings, die hier, weißt schon. Was? Wo, was? Wo ist die denn noch? Da bringen die Expedition aber wesentlich mehr, ne? An Titanium. Oder Titan. So, guck mal, ich wusste, dass hier unten noch irgendwo Zahnräder sind. Ach, guck mal, wo kommt der denn her?
Gute Nacht. So, was gibt's hier noch? Tunnel. Hier geht's aber nirgendwo rein, nö. Wat? Wer ballert denn jetzt hier? Oh, hier sieht's auch krass aus, ne? Ich check mal, ob wir hier alles haben. Sieht so aus, hier ist auf jeden Fall keiner mehr. Naja, okay, irgendwo ist noch einer. Ja gut, wie komme ich denn da jetzt am besten wieder hoch? Ah, da ist noch einer. Moin! Hä? Da unten, Alter. WTF. Hier war ich noch nicht. Ich dachte eigentlich, hätte alles abgeklappert. Na gut. Was sagst du? Schnuckel? So, ich muss am besten wieder hier runter. Oh, da geht's rein. Nein, hier geht's nicht rein, okay. Ich dachte. Gut, hier hoch. Wie kommen wir denn? Ah, da kommen wir hoch. Okay. So. Dann können wir weiter. Oh, das was umgefallen. Ja, das könnte man. Ne, ich sehe nichts mehr. Ne, ist nicht gut. Ich muss in welche Richtung? In die Richtung, okay. So, und jetzt markiere ich mal kurz das hier. Der muss ja dann da sein. Was soll es sonst sein? Schrotttunnel und Kacktyp-Tunnel. Ich kann mir nur vorstellen, dass der Typ da ist. Und ob wir hier landen können, ist auch so eine Sache. Ne? Da vielleicht. Alles klar, steht. Huh. Glück gehabt. So. Hä? Wo bin ich denn hier? Wo habe ich den Tunnel entdeckt? Ich sehe keinen scheiß Tunnel, ey.
mich verarschen? Verstrahltes Gebiet, sofort umkehren. Ja, toll. Das hat Spaß gemacht. Mal sehen, ob wir noch mehr Ärger finden. Ja, ich sehe hier leider nichts. Was? Wo soll das denn sein? Wo ist hier ein Tunnel? Ich würde gerne sehen, wo hier ein Tunnel ist, Mann. Leck mich doch. Highwaymen haben sich wie Ratten in diesen alten Zugtunneln eingenistet. Ja, wo denn? Scheiße, ey. Ich muss den genau... Ja. Muss blind sein. Da! Ist das jemand Jutes oder so, oder was? Oh, Entschuldigung, das ist der Typ, den ich brauche. Mann, was stehst du denn da so rum, ey? Oh, hey, Keule. Kennen wir uns nicht irgendwo her? Ich meine, du kommst mir so bekannt vor, als hätten wir das hier schon tausendmal in einer endlosen Endlosschleife erlebt, der keiner von uns hier entkommt. Oh, hey! Ich sehe, du hast die Mutter meines Kindes, die Liebe meines Lebens, die tödlichste Frau dieser Welt schon kennengelernt. Verdammt, Gina! Siehst du heute gut aus? Oh Gott, komm her, komm her! Gib Papa einen Kuss, na komm! Okay. Ja, das ist wohl etwas viel verlangt, das verstehe ich, kann ich voll verstehen. Tut mir leid, Entschuldigung, Entschuldigung! Völlig richtig, dass du mich ignorierst, meine Schuld. Ich hab den Moment versaut. Wie auch immer, ich bin Herc und bin froh, dass du da bist. Ich brauche einen Fahrer. Einen Fahrer, der die Kühnheit besitzt, ungebremst auszurasten, so wie ich in jungen Jahren. Mm. Nun, zweifellos hast du vielleicht schon viel von mir gehört, von meinen zahlreichen Wundertaten. Du warst ja schon im Schlafzimmer, aber nicht nur da. Tja, da, all diese Geschichten da, sind nee. Da. Auch die, in der ich ein ganzes Land mit einer Affenbande befreit habe, der ich vorher den Umgang mit fast legalen Waffen beigebracht habe. Aber dann habe ich diesem Leben voll Ruhm und Reichtum mit all seinen Tücken den Rücken gekehrt, um sesshaft zu werden. Ich habe ein Geschäft gegründet. Mit meinem Cousin. Wir machen Partyschnaps. Und dann habe ich noch die Frau meiner Träume getroffen und mit ihr ein Baby gemacht. Es war ein gutes Leben. Oh. Ein friedliches Leben, aber dann... Alles klar. Dann kamen ja, die Highwaymen und nahmen es mir weg. Sie nahmen mir die Brennerei ab. Und meine Karre. Und meine Frau. Und dann wollten sie auch noch mein Baby. Jetzt ist es was Persönliches und ich werde sie fertig machen. Wie John Wick. Und ich hole mir alles zurück. Und zwar zuallererst meine Scheiße. Also brauche ich dich als Fahrer, als furchtlosen Begleiter, der todesmutig Leib und Leben riskiert, während ich wie ein Irrer alles abschieße, was uns verdammt nochmal in die Quere kommt. Wie Captain Porno, der Superheld. Ja. Ich weiß gar nicht, was das bedeuten soll. Tut mir leid, irgendwie ist da die Fantasie mit mir durchgegangen. Es klang irgendwie cool. Belassen wir es dabei. Okay. Begleitest du mich auf diesem steinigen Weg der Rache? Wenn ja, werden der Affengott und ich dich reicher belohnen, als du es dir je hast träumen lassen. Ja, Baby gesittet haben wir ja schon. VHS-Kassetten mit Pornos. Coole Waffen. Ja, Mann. Das starten. Man sieht sich. Tage des Donnerwetters. Jo, mach's ich gut. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen, Keule. Ich verspreche dir, du wirst meine Karre lieben. Die geht ab wie ein Zäpfchen. Keule. Und Furious-mäßig wie ein Ständer auf vier Rädern. Echt jetzt mal. Wirklich jetzt, ohne Scheiß. Das ist der schnellste Wagen im Westen. Okay. Ich meine, Highwayman kann damit halten. Ich meine, einmal hat mich David Hasselhoff angerufen und meinte so, Jo, sag's nicht weiter, aber Kit ist eine Nervensäge. Ich hätte viel lieber deine Karre. Ich habe ihm gesagt, er kann auch ruhig mal zu Fuß gehen. Deswegen haben sie ihn ja überhaupt geklaut. Die waren einfach neidisch auf mein Tempo. Und wie sexy ich aussehe, wenn ich drin sitze. Die sind ja so erbärmlich. Aber Alter. Ich habe eine Falle eingebaut und die würden darin sowieso nie so gut aussehen wie ich, weil ich diese innere Selbstsicherheit habe, die nach außen strahlt. Und yeah. Ich finde ihn ja sehr lustig, aber ich frage mich, ob der jetzt die ganze Zeit so viel quatscht. Die Falle zu entschärfen, aber naja, weißt du, ich war schneller. Warte. Warte. Geil. Lass mich lieber die Sprengfalle abschalten, bevor du einsteigst. Nein, so nicht. Ah ja. Moment, was? Wer war das nochmal?
Ach egal, keine Sorge, wird schon. Alles ist gut, das wird schon. Bist du bereit, so schnell zu fahren, dass dich deine Schamhaare am Arsch sind? Ja. Klar, soll ich einsteigen oder was? Oh yeah, man! Das da ist die Sprengfalle. Hab sie wohl doch irgendwie nicht ganz entschärft. Was? Okay, kein Ding. Solange wir nicht länger als ein paar Sekunden stehen bleiben, dürfte eigentlich nichts passieren. Ach du Scheiße, was ist das jetzt hier für ein Easter Eggs Beat oder was? Schieß die Straßensperre einfach weg. Oder du fährst einfach durch und versaust mit denen. Okay. Jawohl. Wir machen einfach alles platt. Aber schnell ist was anderes, ne? War einfach. Huch. Boah. Nicht so schnell. Sorry. Wie nicht so schnell. Und die Karre ist so toll. Pass auf den Truck auf. Vielleicht. Oh, was sind das denn da für Stiere? Voll die mega schnelle Karre. Mach den Bleifußkeule, gib Gas, ich will eine Tempolatte kriegen. Eine Tempolatte? Aha. Müssen wir Röntgenbrille oder sowas haben, denn ich war voll im Kreuzhauptmodus. Ich muss mich wohl entschuldigen, weil ich vielleicht. Ich glaube, das war ein Ethanol-Truck, den wir da gerade gesprengt haben. Kann das? Die Typen mal platt machen? Ich schwör dir, dieses Auto ist rasend schnell, wenn alles in Ordnung ist. Nur mit dem Baby und einfach die anderen. Oh, hier soll ich drüber? Ziemlich cool, oder? Wahnsinn, Wahnsinn. Ich komme mir leicht verarscht vor. Keine Ahnung, was der da macht. Wir fahren einfach mal weiter. Hast du was, Keule? Scheiß auf den Wagen und all die Erinnerungen, die da dran hängen. Der ist zu lärm. Lass uns einfach rausspringen, wegrennen und zusehen, wie er hochgeht. Was? Findest du? Finde ich auch. Und jetzt, die Gina ist immer noch da. Oh ja, oh Mann! Ich weiß, das war nur Schrittgeschwindigkeit, aber mein Herz pocht und mein Sprengel ist steinhart. Das war heftig! Mann, das war Explosion! Das brennt. Schüsse und scheiß Bisons! Und wenn wir angehalten hätten, wären wir draufgegangen. Wie in diesem Film Speed, nur in Ultra-Zeitlupe. Mann, scheiße! Alter Falter! Ich wollte dir das Auto als Belohnung geben, aber keine Angst, ich baue dir ein neues und verspreche dir, dass es schneller fährt als das hier, okay? Alles klar. Weißt du, ich glaube, wir waren ein affenstarkes Team, ja? Und ich spüre irgendwie, dass du das auch so siehst. Also, wenn du willst, können wir diesen Weg der Rache weiter zusammengehen. Ein paar Köpfe knallen lassen. Ruf mich einfach an, ich habe eigentlich immer Zeit. Okay. Bleib mal da. Ich frage mich, ob der noch mehr von diesen Sprüchen macht. Wenn der, Köpfe einzuschlagen.
Das geschenkte Pferd. Das Baby gehört uns. Egal, wo du dich versteckt hast, du Redneck. Wir finden dich. Und deine Bestrafung wird schlimmer als alles. Mann, die quatschen schon wieder hier, du. Wir haben ein neues Fahrzeug. Was hat der für ein Fahrzeug? Oh yeah. Die hat das Fahrzeug? Wieso hat sie denn das Fahrzeug? Und er hat das? Komisch. So, wir haben jetzt was bekommen? Achso, Vorteile, genau. Vorteile. Wir haben 17 Punkte. Da können wir mal so ein bisschen was ausgeben. Hier, Meister-Takedowns. Zack, so, haben wir jetzt quasi alles. Außer hier oben die beiden komischen, weiß nicht, wofür ich das brauche. Fliehen nicht so schnell, ja, toll, schön. Ach so, Mission, ne, hab ich sie schon wieder vergessen. Ach Mann, die hätte ich doch mal nehmen können. Alles klar, so, wir haben auf jeden Fall jetzt den Typen von da hinten geholt. 4 von 6, naja gut. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall alle Charaktere, wenn ich mir das so richtig anschaue, ne? Oder gab es hier noch mehr? Ne, sind alle gut. Den können wir wiederbeleben. Ne, den brauchen wir jetzt nicht wiederbeleben. Gut, wir müssen auf jeden Fall da hin. Nein, da müssen wir nicht hin. Doch, da können wir auch hin. Wir müssen hier hin. Aber als nächstes machen wir erstmal kurz die Schatzsuche. Aber ich mache jetzt einen kleinen Cut und es geht dann danach weiter mit der Schatzsuche und danach mit der Story-Mission. Und ja, wir sehen uns gleich oder in der nächsten Folge. Wie immer sage ich bis dahin, gehabt dich wohl. Tschüss.